Jo Leute, zurück zu Family Guy und ja, erstmal hier, ne? Die Vögel kalt stellen. Nehmen wir mal wieder unsere Waffe hier. Ja, komm her, du Sensen-Kackvogel. Ist das da? Guck euch das an. Abflug. Hier haben wir noch ein goldenes Ei und einen Zettel. Okay, aber... Wow! Also ich muss sagen, die Waffe ist schon geil. Kann ich hier rein? Nein. Die Waffe an sich ist schon cool, aber ich finde ein bisschen doof, dass die so aufgeladen werden muss. Aber ich meine, wenn man mal überlegt, die rotzt die Gegner ja auch direkt weg. Ihhh. Jawohl, Flammenwerfer, geil. Ah, Stewie hat den, okay. Kriegen wir jetzt nach und nach jeder abwechselnd eine Waffe. Geil. Ah, Moment, dann habe ich mit Stewie ja jetzt schon drei Waffen, oder? Ha, wie nice. Das hier müssten wir ja dann. Das geht nicht. Das brennt auch. Doch, das brennt. Huhn, weg mit dir. Typ, weg mit dir. Pferd? Pferd ist zu cool. Pferd darf bleiben. Ah, da müssen wir rein. Dann gucken wir uns natürlich erstmal um. Da ist nämlich noch was. Pferd. Ah, geil, okay. Ich dachte schon. Hier ist Geld, aber wir kommen nicht durchs Springen da rein. Das wäre auch scheiße. Hallo Kuh. Ah, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich an die Kuh. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Das wundert mich jetzt, aber vielleicht ist ja hier was in den Heuhaufen. Da vorne ist noch Geld. Hopp. Her damit. Danke sehr. Hier war nichts, okay? Was, wenn ich in die Felder reinfeuer? Dann passiert nichts. Pferd, passiert nichts. Ist einfach zu cool, das Pferd. Kurz mal nachgeladen und neue Muni mitgenommen. Okay. Finde die Scheune. Ich fackel die einfach alle ab. Ich muss sagen, der Flammenwerfer ist eine recht gute Waffe, ne? Also die brennen davon schon ordentlich und lassen mich dann auch in Ruhe, weil die ja rumflammen, sage ich schon, weil die ja dann abfackeln. Ich hätte ja Bock auch so was Comicspiele oder Comicserien angeht und die Spiele dazu, mal Simpsons zu spielen, aber irgendwie Hit and Run hatte ich mal, aber habe ich irgendwie nicht so wirklich gespielt. Da kommen wir wohl noch nicht hin. Und ja, ich muss sagen, ich hätte Lust drauf, aber ich hab's halt nicht. Von daher müsste ich erstmal gucken, ob ich es irgendwie finde oder so. Ist hier echt nichts mehr? Nö. Magere Ausbeute hier. Müssen wir wahrscheinlich ausweichen, ne? Ja, bringt nichts, wenn wir da drauf schießen. Hau ab, du Sensenschwinger. Die Viecher, ne? Komm rein. Ha, wie nice. Das funktioniert also auch bei denen. Das ist cool. Was haben wir hier noch? Eine Bärenfalle. Da müssen wir hin. Das heißt, wir gehen erstmal hier hin. What is... Kabumbär eingesammelt. Okay. Renn, Junge.
sprintest, Yui. Oh Gott, Bäume. Neues Ziel, brenne die Zauberbäume nieder, ja? Feuer! Ah, Moment, muss ich vielleicht hier das auch abfackeln? Die Lampen hier. Das könnte natürlich dann, ja, Feuer verursachen. Na komm, so. Jetzt ist er aber doch, ja, sag ich doch, okay. Man muss also, diese Öllampen runterschießen. Hier, schluck die Windel. Herr mit der Muni. Die werden ja wohl von den Bienen getötet. Okay. Hä? Den hat's nicht erwischt. Jetzt hat's den erwischt. Herr mit dem Leben. Geht doch. So. Hä? Hier ist noch einer. Da. Ha. Erledigt. Okay. Flammenwerfer. Flammenwerfer ist echt eine gute Waffe, muss man sagen. Da kann man sich nicht beschweren. Ja, lauf ruhig rein, du Idiot. Oh shit, die tun uns auch weh. Scheiße, voll heftig, dass da Stewie komplett in die Falle reingeht. Runter damit. Ah, guck mal an. Ja, damit. 9 von 12, okay. Ah, Sensor, geh weg. Okay. Gerade noch so. War das mit... Das war's, ne? Das war... Ja, wir haben den Baum abgeschlossen. Oh, shit. Ach, wir sind dann immer so einen Moment langsamer. Aber da wir ja eh auf einfach spielen, ist das wahrscheinlich nicht so das Problem. Lass mal hier die... Shit. Lass mal die Lampen hier runterballern. Weg mit dir. Oh, shit. Bam. Alter. Aber diese Windelbombe ist auch hart. Okay, 3 Bäume haben wir fertig. Sind hier noch welche? Ich sehe hier keinen. Ne, keiner mehr hier. Nimm auf jeden Fall hier noch Zeug mit. Also ich muss sagen, bis jetzt ist es halt wirklich einfach nur ein Shooter. Mehr ist das halt nicht. Aber es ist unterhaltsam. Hab ich hier vielleicht doch was übersehen oder so, aber... Nee. Ich gehe nochmal zurück. Nee, gehe ich nicht. Ha! Vogel. 2 Vögel. Noch mehr Vögel. Vogel. Mann. Haschfelder? Wir holen uns natürlich das ganze Geld, was hier rumliegt, in den Haschfeldern. Weg. Können wir die Haschfelder nicht anbrennen, so Far Cry-mäßig? Doch, können wir tatsächlich. Jawohl. Wo ich gerade Far Cry erwähne, oder erwähnt habe, Far Cry wird auf jeden Fall auch noch auf meinem Kanal kommen. Nur momentan habe ich das Problem, ich kann Far Cry 1, also ich würde halt gerne Far Cry 1 auch let's playen, ich kann aber Far Cry 1 irgendwie nicht spielen. Das lässt mein Windows 7 scheinbar nicht zu. Und deswegen muss das noch warten. Aber ich werde auf jeden Fall in nächster Zeit keinen Let's Play-Mangel haben. Weil ich habe mir heute erst... Boah, kann dieses Kind da draußen mal die Schnauze halten? Ich habe mir nämlich erst heute und gestern die ganzen Batman-Teile gekauft. Also Batman, Arkham Asylum, Arkham Origins und... Arkham City, obwohl ich Arkham City eigentlich hatte. Also habe ich mir den Teil nicht gekauft, aber halt die anderen. Und, seht ihr, wir haben Erfolg bekommen. Und,
Ich werde auf jeden Fall dann in nächster Zeit, wann genau kann ich noch nicht sagen, aber auf jeden Fall in nächster Zeit werde ich mal hingehen und werde mit Arkham Origins anfangen. Ist zwar der neueste Teil der Reihe, ist aber halt zeitlich gesehen vor den ganzen anderen Teilen. Das heißt, ich werde hingehen, werde den Let's Playen, dann nehme ich mir Arkham Asylum vor. Und dann nehme ich mir Arkham City vor. Ich weiß, das sind sehr große Spiele und wahrscheinlich werde ich auch mehrere, ja, Monate, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mehrere Wochen damit beschäftigt sein, das alles so. Bringt das überhaupt was hier? Also, was sind denn das? Werde ich wahrscheinlich mehrere Monate, Wochen eher, denke ich, damit beschäftigt sein. Aber ich will es auf jeden Fall machen. Und jetzt habe ich mir schließlich endlich gekauft. Also kann ich das dann auch Let's Playen. Ich persönlich muss sagen, ich bin sehr großer Fan der Reihe. Ich habe Arkham Asylum wirklich oft durchgespielt. Arkham City habe ich bis jetzt noch gar nicht richtig durchgespielt. Aber schon kurz vor Schluss. Und Arkham Origins ist sogar so, das wäre richtig blind. Da weiß ich gar nicht richtig, was auf mich zukommt, weil das habe ich wirklich, als es rauskam, 10 Minuten mal auf Konsole gespielt, weil ich es halt nur ausgeliehen hatte. Und ich hatte auch gar nicht so die Lust, dann irgendwie das groß zu spielen. Dann habe ich jetzt aber doch noch gesehen, das gibt's für 10 € bei Steam, halt in diesem Angebot, was aktuell ist. Und da konnte ich nicht widerstehen. Da musste ich es mir einfach kaufen. Wir verbessern direkt nochmal unser Leben. Unsere Magazin. Nee, wir gehen nochmal zu den. Nein, nicht Kostüme, sondern Waffen. Okay. Hier können wir jetzt nichts verbessern. Aber ich finde auch ein bisschen doof, dass wir jetzt hier sehen, was noch für Waffen kommen. Aber gut, mein Gott. Ich werde es überleben. Die will ich haben. Ja, und wie gesagt, also bei 10 € konnte ich echt nicht widerstehen. Da musste ich mir dann einfach das Origin holen. Und Arkham Asylum habe ich mir dann auch nochmal bei Steam geholt. Ich meine, was hat's gekostet? 5 €? 5 oder 2,50? Ne, ich glaube 5 € hat's gekostet. Da konnte ich schon widerstehen, aber. Kann ich das nicht kaputt machen? Nö, geht nicht. Abbrennen? Nee, geht auch nicht. Schade. Das wäre doch mal nice gewesen, das hier einfach fluten zu lassen. Hier sind Granaten. Nehmen wir mit. Ah, guck mal an. Da unten ist wieder einer, der macht ein Bild dran. Das ist auch schön. Da oben war Geld. Scheiße. Egal. Her damit. Geh weg. Schnell mal das Bild da weggeholt. 10 von 12, ja. Ist doch ganz okay. Eben die Muni hier holen. Und dann geht's ab. Was ist das hier? Ach so. Flute den Steinbruch. Ja, mache ich gleich. Passt auf. Okay. Shit, ich bin in mein eigenes Feuer gelatscht. Ich Trottel. Leben. Her mit dem Leben. Dann holen wir uns noch kurz die Muni nach. Gehen nach oben und machen die da weiter fertig. Kann ja wohl nicht sein, dass wir hier so lange rumgammeln. Ich nehme mal die wieder. Die ist eigentlich ist die voll cool, aber die bringt gerade nicht so viel. Ach, guck mal an, hier könnten wir auch lang. Gucken wir mal, vielleicht ist hier ja noch was. Weg. Okay. Aber das hat's auch nicht gebracht. High five, so voll schwul irgendwie. Schnell das Bild geholt. Ja, eins brauchen wir noch und genau das fehlt uns dann wahrscheinlich. Mal, das bringt's jetzt nicht so. Können wir die überhaupt damit treffen? Nö. Machen wir mal lieber das hier. Oder auch nicht? Ach, unser Ziel ist hier unten.
Okay, dann gehen wir halt wieder nach da. Mann. Was ist denn, wenn ich jetzt hier runtergehe? Ich glaube, dann sterbe ich, oder? Nö. Ist ja doof. Ich dachte, ich krieg so voll den Fallschaden. Das geht nicht kaputt. Ich will das hier noch eben machen. Made. So they never get compliments on, like, new clothes or haircuts? Your haircut looks great, Stewie. Oh, thank you, Brian. I thought it came out nice. So, dann machen wir jetzt aber... Oh, hier noch die Kurbel. Komm, die machen wir noch. Dann machen wir aber auch einen Schnitt einmal. So, jetzt machen wir einen Schnitt. Bis gleich, unter rein.